Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute mit unseren Unix-Linux-Befehlen in der Shell weitermachen, gell? Also die Shell als Instrument der interaktiven Arbeit. Gell? Wir haben gesehen, also es gibt in der Shell ein Hilfesystem. Wir können mit Verzeichnissen arbeiten, Verzeichnisse erstellen, wechseln und. Gell? Wir können mit Dateien arbeiten und haben gesehen, wie wir Dateien erzeugen können, sie löschen können, mal hineinschauen können, geil, oder kopieren bzw. verschieben und umbenennen. So, heute wollen wir jetzt etwas weitermachen und ein paar typische Vertreter eben dieser Arbeit mit Dateien sehen. Geil? Mhm. Dabei wollen wir zuerst zwei kleine Helferlein sehen, und zwar die sogenannten Pager. Geil? Und zwar wir arbeiten oft mit Dateien, gell, oder mit Ausgaben, die irgendwo länger sind als die Seite unserer Konsole. Gell. Also eine Konsole, ja, kann mehr oder weniger groß sein, kann 25 Zeilen lang sein, kann auch länger sein, gell, aber irgendwo ist Schluss. Und wenn man jetzt größere Dateien hat, dann muss man dort irgendwo die anschauen können, lesen können, gell? Oder wenn man eine Ausgabe hat, gell? Dann muss man, wenn das eine lange Ausgabe ist, dann muss man schnell sein, gell? Und gute Augen haben, nicht so alte Informatiker-Augen oder so, gell? Mhm. Also, wenn man da zum Beispiel mal die Message, gell? Mal ausgeben wollen, weil, ups, so, das war jetzt lang, gell, da sind jetzt sehr viele Sachen drin, gell, und wer schnell beim Lesen war, der konnte mitlesen, gell, mhm. Gell? Und, das sind lauter so Meldungen, gell, wenn wir das nochmal da anschauen wollen, gell, schauen wir da mal, man, die Message, was steht denn da drin, gell, also den Kernel Ringbuffer anzeigen und steuern, gell, da sind so Meldungen drin, gell, die der Kernel so rauswirft, gell, und er sagt ja Ringbuffer, gell, also das heißt, es ist nicht alles drinnen, was er vielleicht jemals aufgezeichnet hat oder sich notiert hat, gell, seine Notizen, gell, sondern halt etwas, gell, oder ist viel drinnen, gell. Wenn wir da schauen, gehen wir das mal lesen, gell, die Message, und dann geben wir das der Pipe, gell, und dann lassen wir mal den Word Counter mitzählen, gell, und zwar zählen wir einfach mal die Zeilen, gell, wie viele Zeilen haben wir rausgegeben, gell, gibt es auch super lange Zeilen wie die da, gell, das ist nicht, sind nicht vier Zeilen, das zählt er einmal, gell, mhm. Okay, so, tack. 1215, gell? Ja, und jetzt, was könnten wir jetzt machen? Wir könnten das, wenn wir das so anschauen wollten, wir könnten es umleiten, gell, in eine Ausgabe, gell, .txt zum Beispiel. Mhm. So, und wenn wir das jetzt anschauen, gell, dann sehen wir, aha, 87 Kilobyte ungefähr, gell? Das können wir mit einem Editor öffnen, gell? Ausgabe, so, und dann könnten wir das lesen gehen, gell? Okay, also das, könnte man da lesen, mhm, so. Aber das ist alles etwas umständlich, gell, also hier zuerst die Ausgabe speichern und so, gell, und da haben wir sich schon vor Jahren gedacht, ja, wir könnten das so machen, dass wir die Ausgabe nicht speichern, gell, sondern dass wir die Ausgabe einfach seitenweise lesen, gell. Und dazu hat man dann ein Programm entwickelt, das heißt More, gell? Mhm. Mehr, gell? Und dieses Programm macht nichts anderes als die Eingabe, die es bekommt, gell? Und es bekommt ja eine Eingabe von der Pipe, gell? Also die Pipe fängt die Ausgabe des vorhergehenden Programms ab und gibt sie dem nachfolgenden Programm als Eingabe. Gell? Also, More bekommt eine Eingabe und das ist nichts anderes als die Ausgabe von dem Message. Wenn wir also jetzt diese Eingabe bekommen, dann macht More nichts anderes als diese seitenweise auszugeben. Gell? Und so haben wir dann die Chance auch mitzulesen. Gell? Also jetzt machen wir die Message bei More. So. Und was haben wir? Wir haben den Beginn, gell? Und jetzt können wir hier lesen gehen, gell? Und wir sehen, unten steht ein mehr, gell? More, gell? Und was machen wir um more? Ja, wir klicken da mal Space, gell? Ah, sind wir more, sind wir eine Seite weiter, gell?
Space, 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 Space und so weiter, gell? Bis wir dann irgendwann am Ende sind, gell? So, jetzt waren wir am Ende, gell? Das ist More, gell? Das ist ein Pager, gell? Das kann ich jetzt dafür verwenden. Ich kann aber hier auch ein, ja, ein Feind absetzen. Also das ist jetzt ein kleines Feind. Machen wir mal Feind, gell? Also ein Feind, der mir die Liste aller Verzeichnisse und Dateien erstellt. Eines darüber, gell? So. Aha, also das sind jetzt schon, ist schon mehr, gell? Also geben wir das mal so weiter. More, so, und was bekomme ich? Eine erste Seite, gell? Und dann den Rest, gell? Wenn ich jetzt aber statt einfach nur eine Ebene, zwei Ebene hochgehe, so, dann, aha, dann bekomme ich noch mehr. More, more. Ja, dann mache ich mal Steuerung C, gell? Das reicht da schon, gell? Okay, also more gibt mir die Chance, eine Eingabe, die es bekommt, gell? Und die wird typischerweise über eine Pipe erzeugt, gell? Diese dann eben seitenweise auszugeben, gell? Ja, fein, gell? Es haben sich dann welche gefunden, die waren da nicht ganz zufrieden mit diesem Pager, mit dem More, und haben das Less entwickelt, gell? So ganz, ja, ironischerweise, weniger ist mehr, gell? Und haben jetzt das Less entwickelt. Und wir können das Less auch als Pager verwenden, gell? Und wir können jetzt auch seitenweise hier durchklicken, gell? Aber wir können zum Beispiel mit Page Up und Page Downs, Bild nach unten und nach oben, gell, wieder zurück hinaufgehen, gell, und wir könnten hinuntergehen, gell. Also dort, ja, da haben wir viele Möglichkeiten, oder haben wir viele Dateien drinnen, gell. Okay, was der Karl hier nur gemacht hat, gell. Mhm. Okay, so, und wie komme ich raus mit einem Q? So, also, gell, more, seitenweise lesen, gell, less, auch seitenweise lesen, gell, aber ich kann zum Beispiel drinnen navigieren, gell. Also less, ja, ist für viele das Angenehmere, gell, ist auch das Jüngere dieser Programme, gell, und, ja, der Name, gell, ist schon nett, gell, weniger ist mehr. Mhm. Dann, hit und tail, gell, also, oder head, gell, also ist auch, ist der Kopf, gell. Mhm. Und Tail, Tail ist also der Schwanz hinten, gell. Mhm. Und was machen die? Die zeigen mir den Anfang oder das Ende einer Datei an, gell. Und, jo, machen wir mal, gell. Also wenn wir da jetzt, gehen wir das, dieses D-Message nochmal machen. Die Ausgabe, die habe ich gelöscht, gell. Machen wir sie neu, D-Message nach Ausgabe. So, wenn wir jetzt den Kopf anschauen wollen, gell, Head, Ausgabe, dann bekomme ich den Anfang. Und wenn ich mache Tail, Ausgabe, dann bekomme ich das Ende, gell. Und, jo, und wenn ich da genau zähle, das sind die standardmäßig, glaube ich, 10 Zeilen, gell. Also 10 Zeilen vom Anfang, 10 Zeilen vom Ende. Und das ist jetzt so interaktiv, kann auch jemand sagen, ja, und jetzt, gell, mhm. Ja, und jetzt ist so, das ist interaktiv, kann ich das auch vielleicht mit einem Editor machen, gell, oder mit einem Pager, gell, also mit Less öffne ich, gell, geh zum Anfang, geh zum Ende, schau mir das vom Anfang und vom Ende an, gell. Interessant ist das auch, um in, ja, zum Beispiel in einem Skript, gell, in einem Skript den Anfang einer Datei zu holen oder das Ende einer Datei zu holen, gell? Das ist dann schon interessant, weil in einem Skript kann ich nicht dem Skript sagen, du hoch, mach mal Less auf, geh mal hineinschauen, gell? Oder einen Editor, schau mal hinein, gell? Mit, ja, mit Head und Tail kann ich das machen, gell? Und ja, das ist so ein kleines Helferlein, gell? Und ja, wenn ich das Tail dann anschaue, gell, da kann ich dann mehrere Sachen machen, gell. Und etwas, was die Administratoren an Tail lieben, ist diese Option minus F, gell. Und zwar mit Tail minus F auf eine Datei kann ich was machen. Damit kann ich
neu hinzugefügte Daten an die Datei auch ausgeben. Und zwar kann ich sagen, okay, wenn die Datei wächst, wenn etwas angehängt wird, dann wird es dann auch angezeigt. Nicht nur das Tail, das Ende, sondern auch das, was dazu kommt. Und das ist ein komisches Konzept, gell, dass ich eine wachsende Datei irgendwie das Wachsen anschauen kann. Gell. Und interessant, gell, also interessant ist das jetzt weniger, um zu schauen, ob eine Bilddatei wächst. Gell. Das wäre ja schlimm, gell, wenn eine Bilddatei wächst, gell, oder eine Textdatei. Aber eine Textdatei ändert sich ja auch irgendwo drinnen. Gell. Also das macht da wenig Sinn. Aber es gibt Dateien, bei denen wird einfach angehängt. Gell? Und ein ganz typischer Vertreter dieser Dateien, bei denen immer angehängt wird und wo man vielleicht zuschauen will, das sind die Log-Dateien. Gell? Also die Protokolldateien. Gell? Wenn wir jetzt machen ein tail-f auf, machen wir mal var log. Und jetzt müssen wir uns eine Log-Datei heraussuchen hier. Gell? Machen wir mal syslog. Gell? Jetzt haben wir hier ja, meine syslog. Gell? Die ist jetzt da wahrscheinlich ziemlich langweilig. Gell? Also ich mache hier mal einen Enter, passiert jetzt mal gar nichts. Gell? Und ja, machen wir mal. Versuchen wir einen Eintrag zu provozieren. Gell? Also mache ich da mal Sudo, so minus, gell, machen wir bla bla bla, gell, und ja, gar nichts passiert. Ich möchte einen Eintrag provozieren. Probieren wir, okay, genau, jetzt haben wir es provoziert. Gell, ich habe also den Fehlversuch gemacht, gell. Und ja, und es wird jetzt da protokolliert, gell? Das ist dann nicht die feine Art gewesen, gell? Wenn man das in der Schule probiert am Server, gell, und man ist nicht Sudo-User, gell, dann bekommt man gleich eine Meldung dazu, gell? Okay. Ja. Und wenn das jetzt nicht mein langweiliger Laptop hier ist, auf dem eigentlich nichts passiert und man muss versuchen, irgendwas zu provozieren, gell? Wenn ihr auf einem Server seid, gell? Und dort fliegen dann die Anforderungen nur so herein, gell? Dann ist das etwas, was dann, wo man dann ganz viele Einträge dann bekommt, gell? Gell? Oder jemand kann auch statt die Syslog jetzt hier, probieren wir mal, haben wir hier den Apache, der ist da, probieren wir mal die Zugriffe, haben wir hier überhaupt keine Logs, gell? Dann versuchen wir mal einen lokalen Zugriff zu machen, local host, gell, so. Aha, also das ist jetzt mein lokaler Webserver. Wenn ich ihn jetzt öffne, dann habe ich hier unten einen Zugriff. Gell? Okay, also ich habe einen Zugriff von lokal auf von einem Firefox hier, gell? Gecko und so weiter, gell? Und das kann man dann kann man zuschauen, gell? Und ja. Das ist dann auch die Grundlage vieler Programme, die das benutzen, um dann Informationen zu sammeln, um vielleicht auch für einen Administrator so monitormäßig etwas anzuzeigen und, gell. Oder wenn man Fehlersuche macht, gell, also wenn man nicht versteht, warum etwas nicht funktioniert, gell, dann kann man hier ansetzen und mal hineinschauen, gell. Okay. Also Logdateien sind interessant. Und den Logdateien beim Logging zuzusehen, gell? Das ist auch eine interessante Sache, gell? Also das kann man mit so einem kleinen Helferlein wie diesem Tail hier machen, gell? Dann haben wir File, gell? Puh, Datei. Was macht File? File ist ein kleines Instrument, das mir
etwas über eine Datei sagt, gell? Also wenn ich jetzt File auf bla.txt sage, dann sagt er mir, bla.txt ist ein ASCII-Text, gell? Wenn ich jetzt hier ja, File ausführe auf Unix, Linux Befehle 1.mp4, dann sagt er mir, ah, das ist da eine mp4-Base-Media-Datei, gell, die ich hier erstellt habe, gell. Also, File ist ein kleines Helferlein, das mir etwas darüber sagt, was in der Datei drinnen ist, gell, und das ist dann manchmal schon interessant, gell. Oder, wenn ich, ja, wollen wir etwas suchen, gell, gehen wir da mal hier hinüber, und zwar CD, Group Materialsystem mit dritte Klasse C und ja, gehen wir nach Stack. Wenn ich jetzt hier bei Stack File ausführe auf Stack Feld, geil, so, dann sagt er mir, aha, das ist ein ELF-Format, geil, also ein ausführbares Format hier unter Linux, 64 Bit und so weiter, geil. Jo. Also, er sagt mir etwas über die Datei, geil. Geil, oder wenn ich ein Foto suche oder so, geil, dann sagt er mir, ah, das ist ein Foto, geil. Also, kann dann sagen, ja, CD, GUP, DFO, Material, 2021, so haben wir da jetzt vor kurzem, haben wir da genau was veröffentlicht, Fernunterricht, geil, so ein Bildchen, und wenn ich da jetzt sage, File auf das Bildchen Fernunterricht.jpg, dann sagt er mir, das ist ein JPEG, geil. Er sagt mir auch, also das ist da, es hat 300 dpi, geil, und es sind 400 mal 400 Pixel, geil? Also man kann mit diesem File-Befehl ein paar grundlegende Informationen über eine Datei einholen, geil? Mhm. Dann ein anderes Helferlein ist das CMP, geil? Und zwar das CMP, der geht vergleichen, gell? Also es gibt ja auch unter uns Humanen, gell, solche, die gehen ständig die Dinge vergleichen, gell, die schauen, gell, also ja, was ist das schnellere Auto, gell, was ist das bessere Essen, was ist das tollere irgendetwas, gell, ja, wo ist man weiter weg in Ferien und so, gell, ja, CMP geht auch vergleichen, gell, aber CMP geht Unterschiede der angegebenen Dateien suchen, gell. Und jetzt gehen wir uns das mal anschauen, gell? Ja, gehen wir wieder zurück, CD, Material, DP, dritte Klasse, Betriebssysteme, Shell, hier waren wir, gehen wir nach bla, gell? Mhm. So, also hier haben wir eine Datei, gell? Da steht was drinnen, das haben wir schon mal verwendet wahrscheinlich, gell? Nee, oder doch? Ja, ist egal. Also, schauen wir mal. Mhm. Also die echte README ist da. Also können wir mit der README da spielen gehen. Geil? Mhm. Also, wenn ich jetzt dieses README nehme, geil? Und ich mache einen Vergleich. Ich vergleiche dieses README mit dem README eine Verzeichnisebene höher, Punkt, Punkt, slash README. Und dann sagt er mir, gell, EOF auf README. Mhm. Also, jo, er hat irgendwie das Ende erreicht da. Sind die wirklich gleich? Das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Nee. Gell, er sollte mir einen Unterschied anzeigen, gell. Gehen wir das mal, machen wir folgendes, CMP, dieses README mit Punkt, Punkt, nehmen wir die Shell-Einführung her, gell? Und dann sagt er, aha, Unterschied in Byte 1, gell? Und hier hat er gesagt, ah, er hat irgendwo das Ende erreicht, gell? Machen wir mal folgendes, gehen wir das mal anschauen, das ist interessant, gell? Also hier haben wir die Einträge Shell-Einführung, Pfade und Unix-Befehle 1. Und im anderen
darüber haben wir die Shell Einführung, Pfade und Unix, Linux Befehle 1 und dann andere Einträge. Ah, das heißt also, dieses CMB von README und von README, gell, es findet eigentlich keinen Unterschied, nur dass das eine endet und das andere geht noch weiter, gell. Also ist der erste Teil sogar gleich. Wenn wir aber auf Unterschiede treffen, dann sagt er, wo er sie findet, gell. Also, und wenn wir jetzt zwei gleiche Dateien haben, gell, machen wir mal, ja, Copy des README nach, nach README 2, gell. So, jetzt habe ich eine Kopie gemacht, jetzt habe ich zwei gleiche Dateien, gell. Ich sehe schon, die Größe ist gleich, 153 und 153 Byte, und wenn ich die jetzt vergleiche, CMP, README, und README 2, gell, dann, ups, keine Antwort, gell, gell, aber wie so oft unter Unix, keine Antwort ist eine gute Antwort, gell, also keine Antwort bedeutet, dass wir keinen Unterschied gefunden haben, gell, das ist CMP. Und CMP hat ganz eine interessante Eigenschaft, wenn wir das in der Manpage anschauen wollen, CMP. Wenn wir das, ja, da haben wir eine Menge von Dingen, die wir machen können, gell? Aber das, was ich liebe, ist das da, Silent, gell? Und zwar, Silent macht Folgendes, es unterdrückt die Ausgaben. Dann spricht CMP nicht mehr mit uns, gell? Und jetzt fragen wir uns natürlich, warum brauchen wir ein CMP, wenn CMP nicht mehr mit uns spricht? Und das ist interessant. Wir können über den Exit-Code, gell, wir haben schauen, keine Dokumentation des Rückgabewerts. Aber dann machen wir Folgendes, gell. Dann geben wir mal CMP minus LC aufrufen, CMP, gell. Man minus LC, CMP. Und dann sind wir jetzt in der Original Sprache als im Englischen, gell? Und wenn wir hier dann schauen, gell? Also hier haben wir sicher auch nicht. Also Return Code habe ich gesucht, gell? Also die Home, die Manpages sind auch nicht immer super, gell? Aber das Interessante ist der Return Code von CMP, wenn man das minus S hat. Wenn wir jetzt Folgendes machen, CMP README und README 2, gell, dann haben wir keine Ausgabe, gell, weil sie gleich sind. Wenn wir jetzt mit Echo Dollar Fragezeichen schauen, was der Exit-Code von CMP ist, dann kommt eine 0, gell? 0, gell? Exit 0, das lieben die, ja, das lieben die Systemprogrammierer, gell? Weil das heißt, es ist alles gut gegangen, gell? Also kein Unterschied gefunden. Wenn ich jetzt Folgendes mache, ich mache CMP, diese README-Datei mit, ja, mit einer Datei da oben, mit 3MP4, dann gibt er mal den Unterschied aus, und wenn wir jetzt Echo Dollar Fragezeichen machen, kommt eine 1 und keine 0. Gell? Also ein Unterschied. Und wenn wir jetzt Folgendes machen, ich mache jetzt ein CMP vom README, gell? Mit bla bla.txt. Wenn wir das machen, dann sagt der Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Gell? Also es gibt keine bla bla.txt. Und wenn wir jetzt das Echo Dollar Fragezeichen ausführen, dann kommt eine 2. Gell? Das ist ein anderer Fehler. Gell? Und das ist interessant. Ich kann über den Exit-Code der Programme, wenn sie gut gemacht sind, das Ergebnis auswerten. Und das ist jetzt etwas, das nicht für unsere interaktive Arbeit wichtig ist. Aber wenn wir Shell-Skripts schreiben und wir machen automatisierte Abläufe, wir machen bestimmte Dinge, die wir nicht interaktiv machen, sondern lassen das von der Shell in einem Skript ausführen, gell? Dann können wir dort auch Aufrufe machen, gell? Unter anderem Dateien vergleichen, gell? Und wenn wir das machen, gell, dann ist das Problem, wie werten wir das aus?
weil wir ja nicht davor sitzen, wir sehen nicht, gell? Wir könnten zwar die Ausgabe abfangen, die Ausgabe dann analysieren und so, aber das ist alles umständlich, gell? Viel einfacher ist zu sagen, du mach mal, gell? Sag nichts, mach keine Ausgabe, weil ich weiß ja sowieso nicht, ob da jemand mitliest oder nicht, gell? Nein, du sollst mal still sein, gell? Dann machen wir Folgendes, wir sind still. Jetzt gehe ich das Readme mit dem Blabla da vergleichen, gell? Und er sagt nichts mehr, gell? Auch in dem Fall ist nicht keine Ausgabe, ist eine gute Ausgabe, weil ich habe mit minus S habe ich ihn still sein gemacht, gell? Und jetzt kann ich aber mit Echo Dollar Fragezeichen abfragen, ob es funktioniert hat. Und er sagt 2, gell? Sage ich, puh, 2, nicht gut, gell? Nicht gut, okay. Also, ich kann mit CMP minus S, gell, die Ausgabe unterdrücken, gell? Und anschließend dann über das Dollar-Fragezeichen den Return-Code analysieren, gell? Und das ist eine wichtige Idee, die uns ja auch oder vor allem dann beim Erstellen von Shell-Skript nützlich sein kann, gell? Wenn wir also nicht mehr hinschauen müssen, sondern das automatisiert auswerten können, gell? Und da gibt es mehrere solche Programme, die ganz konsequent die Exit-Codes des Programms dann setzen, gell? So dass man das danach abfragen kann. Und das ist eine feine Sache, gell? Mhm. Jo. Also das war jetzt CMP, gell? Ja, die nächsten Sachen hier wären ein paar Programme zum Komprimieren oder Dekomprimieren, gell? Und das machen wir dann im nächsten Video.